Willkommen zurück auf meinem Kanal. Als allererstes, erst einmal, wir haben die 600 überschritten hier. Wir haben 624 Abonnenten mittlerweile. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Ihr wisst ja, was bei mir los ist. Ich habe ein bisschen Stress, weiß ich nicht, Hektik. Auf jeden Fall habe ich viele Termine. Es ist nicht viel Zeit für den Computer. Und warum ich eigentlich dieses Video hier mache, ich muss ja mal sagen, sorry, aber ich habe ja wohl hier Bockmist gebaut. Ja, sehr gut erklärt, danke. Aber wie hast du bei 4 Minuten 40 den Kalender entfernt und automatisch die Uhrzeit mit Wochentag inklusive dynamischer Leiste hingezaubert? Irgendwie fehlt mir da noch was. Ja, mir auch. Sorry, Wilfried. Wilfried Wolf. Sorry, ich habe da echt Mist gemacht. Ich weiß. Ich wollte das eigentlich jetzt hier an dem Video zeigen, was ich da gemacht habe, aber ich demonstriere das hier lieber direkt nochmal. Alles gar kein Problem. Das ist auch kein Hexenwerk. Das ist ganz schnell gemacht. So, ich habe gesagt, den Kalender entfernen. Ich brauche den Kalender nicht. Ja, genau so ist es passiert. Und dann ist auch die Uhrzeit weg. Dumm gelaufen. Danach hatte ich die Aufnahme gestoppt gehabt. Ich kann mich da noch dran erinnern, ja. Und dann habe ich nur gedacht, was hast du jetzt gemacht? Da stimmt doch was nicht. Und war dann selber am Suchen und habe aber auch die Aufnahme nicht wieder gestartet. Ja, sorry dafür. Aber jetzt lasse ich die Aufnahme laufen. Ich brauche nicht suchen, ich weiß, wie es geht. Also wir klicken ganz einfach oben auf die Leiste, rechte Maustaste. Wir gehen auf Updates. Hier krabbeln wir ein wenig runter, bis auf den Kalender, weil den brauchen wir nämlich doch. Da ist er. Den klicke ich an und sage hinzufügen. Und schwuppdiwupp ist die Uhrzeit da. Wir können die Applets hier jetzt schließen. Obwohl, wenn ich so recht überlege, wenn wir schon einmal dabei sind, könntet ihr hier diese Power, ja, die ich da noch habe, das ist dieses Power Profiles. Da kann man die Prozessorgeschwindigkeit so ein bisschen, ja, ich sag mal, beeinflussen. Nicht einstellen, aber beeinflussen. Ist ein sehr gutes Teil, komme ich gleich drauf. So, wir haben jetzt hier die Uhrzeit. Wir klicken irgendwo auf diese Leiste, rechte Maustaste und gehen den Bearbeitungsmodus wieder einschalten. Wir nehmen die Uhr und ziehen die bis auf dieses grüne Feld, bis dieser kleine Pfeil hier kommt. Und das war der Fehler, das hatte ich letztes Mal nicht aufgenommen gehabt. Wir können wieder rechte Maustaste drauf, Bearbeitungsmodus beenden. Jetzt klicken wir rechte Maustaste auf die Uhr und sagen Einrichten. Hier klicken wir auf ein eigenes Datumsformat verwenden. Und da seht ihr schon, wie aus Zauberhand. Ja, das ist nämlich der Zauber dabei. So, ist dann Mittwoch. Ja, ich finde dieses Format doof. Das Format ändere ich. Und zwar steht hier Datumsformat. Dieses Prozent E. Dahinter klicken wir. Das Ganze mit dem Komma und so weiter, das mag ich auch nicht. Das nehme ich komplett raus. Dann gehe ich vor Prozent B, sage hier auch das Komma weg, gehe direkt
vor das Prozent B, sage jetzt Prozent E. Jetzt können wir dazwischen erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, dann haben wir Mittwoch, 23. Oktober, das ist heute, 6.47 Uhr. Da wisst ihr, wann ich aufstehe, wann bei mir der Tag beginnt. Um 8 Uhr muss ich schon wieder, habe ich Termin. Bis dahin möchte ich dieses Video fertig haben für euch. Das geht gar nicht, dass ich da etwas hinzaubere und ja, wie aus Geisterhand auf einmal ein Datum und sowas vom. Nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Ne? Dafür sind die Kommentare da. Um mir so einen kleinen Stupser zu geben. Ey, guck mal, was hast du da gemacht? Das korrigiere ich dann sofort, selbstverständlich. Das Fenster dürfen wir jetzt schließen. Und dann ist auch das Datum, ja, mit dem, ach ja, was ich sagte, das eine, ich klicke nochmal drauf. Rechte Maustaste einrichten. So, wenn wir mit der Maus da hingehen und er zeigt uns das da drunter an, das ist diese Anzeige hier. Da kann man jetzt reinschreiben, was man möchte. Ich sagte immer diese Kurzinfo hier. Ja, da sehen wir ja, das ist komplett nicht so wie da oben. Da könnte man jetzt hergehen. Und genauso ändern und sagen, wir vor dem Prozent B kommt Prozent E. Und wenn ich jetzt mit der Maus jetzt hier hingehe, dann steht das genauso da wie das andere auch. So, wir könnten hinter Prozent B, das ist der Monat, ich glaube, das war, glaube ich, Y, Prozent Y, ja, genau, ist für das Jahr. Wir müssen ja in Englisch denken. So, dann können wir auch das Jahr da eintragen. Aber welches Jahr haben wir, das wissen wir, glaube ich, auch so. Kann man machen, muss man nicht machen. Man kann aber auch jetzt sagen, ich möchte die Sekunde hier haben, dann... Ja, wie könnte man das trennen? Ich mache einen Bindestrich und sage Prozent und dann S. Das ist nämlich die Sekunde, auch kleines nicht, ein großes S. Das ist auch ja kleines S oder ein großes S. Es müssten da schon Großbuchstaben verwendet werden, außer bei dem Datumstag. Da muss ein kleines E sein. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt, dass diese Angaben, die weiß ich alles noch aus C64-Zeiten. Da hat man noch Basic programmiert und das ist auch hier eine Art Basic-Sprache hier. Oder kommt aus der Basic-Sprache, glaube ich. Aber egal, es gibt Leute, die wissen das besser als ich. So. Genau so lasse ich das jetzt und dann wird es geschlossen. Und dann steht da Mittwoch, 23. Oktober 2024. Okay? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ja, jetzt geht es um diese Performance-Profiles. Da haben wir einmal Power Save, Balance und Performance. Ich sagte ja in einem Video habe ich das, glaube ich, erzählt. Das war, glaube ich, hier von wegen Prozessorleistung unter GNOME und Linux Mint 22 und das war bei GNOME, war das, brauchte ich nur genau rechte Maustaste zu klicken und dann hatte ich das und das hatte ich hier nicht, genau. Und dann bin ich darauf hingewiesen, ich sollte dieses hier installieren, Profiles, Performance. Und ich zeige euch das jetzt, bevor ich da
weiter herumstotter hier und das nicht erklären kann. Und zwar geht es um der CPU-X. Hier nochmal ganz kurz erklärt. Ich hatte es in den letzten Videos, hatte ich das ja erklärt. Wir gehen jetzt auf die CPU-Leistung hier. Und da hatte ich ja dann gesagt, wer weiß das? Wie stelle ich das ein? Oder wie kann ich unter Linux Mint LMDE unter dem Cinnamon Desktop die Einstellung hier machen? Und da wurde ich dann darauf hingewiesen, ich sollte dieses Power Performance installieren. Und wenn ich jetzt hier auf Performance gehe, geht er hier auch auf 4700 MHz. Und wenn ich auf Power Save gehe, dann spart er derbe Energie und hat so 1500, 1600 MHz. Ja, das ist das, was mir ja noch wichtig war, so bei Filme, Rendern und so. Das war das Tool. Da, ich glaube, dann habe ich das auch sofort mitgeklärt, wo das wegkommt. Ich hoffe, das ist jetzt soweit alles klar. Sollten noch weiter Fragen sein, denn dafür sind ja die Kommentare, damit ich darauf hingestupst werde. Ey, na, guck mal, ne, wie, was hast du da gemacht? Oder da fehlt mir was, oder kannst du mir das nochmal zeigen? Mache ich gerne. Schreibt es in die Kommentare. Also, jetzt beginnt mein Tag. Eine Tisschen Kaffee und dann, ja, bis demnächst. Ciao, ciao.